willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die Stimmen in den Vordersitz bringen kann. Gerade wenn man in einer Kirche singt, es ist sehr wichtig, dass die Stimme vorne sitzt. Hingegen, den Inhalare la voce, die ich nächstes Mal auch euch zeigen möchte, ist es wichtig, dass eigentlich der Ton vorne ist, ohne den Körper nach vorne zu verschieben. Darum möchte ich euch zuerst eine Vorübung zeigen. Wir kleben die Lippen richtig nach hinten und beim Ausatmen werden wir nach hinten gehen mit dem Gesicht, mit den Lippen und dann mit dem Zwerchfell nach vorne. So, ich zeige euch die Übung. Schaut, dass das Zwerchfell wirklich ganz oben angesetzt wird bei der Brustbeinendung. Da spürt man, wie der Nacken eigentlich oft verkürzt ist und richtig in die Länge spannt. Vielen Dank. Und jetzt kommt die richtige Übung. Jetzt versuchen wir mit der Hilfe von der Strohhalm die Stimme richtig vorne platzieren. So weit vorne wie möglich, sehr drucklos. Der Ton kann je nachdem ein bisschen bröseln, ein bisschen heißer tönen, spielt keine Rolle. Und dann werden wir in diesen Ton rein singen, der Vordersitz. Kannst du bitte mir den Ton angeben? So, jetzt lässt du ein bisschen Luft raus in der Röhre und ohne Druck den vordersten Sitz ganz vorne gehen, ganz vorne, aber nicht mit dem Kopf. Such die Stelle, wo es sehr schwer anspringt, wo ein bisschen fast brösmelig heißer wird. Ja. Da kannst du die Schwingungen wecken, die vorne sind. Sehr gut. Und jetzt, wenn du singst ohne Röhre, sing genau in den gleichen Stimmbandbereich hinein, ganz vorne. Mit O. Zu singen, wenn man diese Vordersitz hat. Nächstes Mal werden wir mit dem Inhalare la voce die gleiche Passage zeigen und da wird die Stimme mehr getrunken, mehr inhaliert. Aber heute bleiben wir vorne. Versucht den Ton richtig vorne platzieren. Oh.
Aufmerksamkeit. Übt das mit dem Strohhalm, es ist sehr spannend und geht richtig durch diese Barriere, wo der Ton schwer anspringt. Da könnt ihr eure Stimme richtig mehr spüren, wie es nach vorne kommt. Wenn euch die Sendung gefallen hat, bitte kommentiert die Sendung, macht ein Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank. Tschüss.